Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy X. Und wir verlassen diese kleine nette Hütte. Oh. Du. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Wow, you're giving this to me? Yeah, use it well. Oh, sieht schön aus. Oder zumindest nicht schlecht. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation. I guess you're right. Ach ja, Yuna. Okay, off we go. Ach, das ist eine Truhe. Ich glaube, die haben wir sogar komplett übersehen gehabt. Erstmal Item. Nein, Ausrüstung. Ausrüstung. Da. Bruderherz haben wir schon angelegt. Angriff 5% plus, heißt 5% mehr Schaden. Buckler, da haben wir nichts Neues für. Schade. Aber für Yuna haben wir was. Die hat nur einen normalen Stab, aber die kriegt jetzt den weisen Stab. Angriff plus 5%, plus 3% und durchschauen. Was durchschauen ist, das werdet ihr noch sehen. Aber wir gehen nochmal zurück. Allein schon wegen der Kiste. Die lassen wir uns doch nicht entgehen. Phönixfeder. Und Items kaufen. Ja, eigentlich haben wir so genug davon. Brauchen wir nicht. Kleiner Hund, was gefunden? Okay. Normalerweise würde ich jetzt das komplette Dorf mal auf den Kopf stellen. Brauchen wir aber nicht. Ich weiß, wo wir hin müssen. Etwas Völkersabbates erhalten. Weil Fares hat Ekstase-Tech Solaris-Strahl erhalten. Die haben wir jetzt nicht gekriegt, weil Fares keine Ekstase hätte. Jetzt hat weil Fares nämlich zwei Ekstase-Techs. Die einzigste Bestie, die dieses haben kann. Solaris-Strahl hat einen Vorteil, einen Nachteil. Vorteil, er macht sehr viel mehr Schaden. Nachteil. Sagen wir es einfach mal so. Es dauert ein bisschen, bis Valfaris das nächste Mal wieder dran ist. Nichtsdestotrotz wird das unsere Hauptextase. Why don't you try out that sword I gave you? Okay, machen wir. Und weg ist es. Das kleine Vieh. No problem. Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good guardian someday.
customer. Und Bingo. Das ist so eine kleine Einführungsgeschichte, was jetzt hier so kommt. Jetzt haben wir gelernt, Batze nimmt die schnellen Viecher, Wacker die fliegenden. That looks like trouble. Null Problemo. Let's go. Told ya. Only magic can beat that thing. If you can't beat them down, you gotta use magic of an element they don't like. Magic? Element? Let's have our black mage. Lou, you're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Tja, man muss alles lernen. Spells of ice work well against fire fiends. And ice fiends are weak against fire magic. You follow? I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, just like fire and ice. This one here is a water fiend, which means... Das ist ein netter kleiner Test hier. Wir haben ein Wassermonster vor uns. Und Wasser sind sehr effektiv. Kriegen einen Blitz auf den Nuss. Und futsch. Und weiter. Das ist eine Aussicht. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Art, you ready? What's going on? Ja, ich glaube, das werden wir noch erfahren. It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Alle beten. Wir sind Neulinge, wir machen einfach nichts. That should do it. Also, jetzt speichern nochmal schnell. Speichern. Ja, speichern. Und weiter. Ah, guck mal, hier können wir wieder lesen. Killika, Pitanel. Keine Ahnung, was die genau wollen. Ui. Den kennen wir doch. Ich glaube, der hat die Tollwut. Aua. Egal, hauen wir drauf. So viel Schaden macht der Kleine nicht. Ui, Ekstase.
Aber auch die macht nicht so viel Schaden. Okay, jetzt müssen wir langsam mal aufpassen. Jetzt verteidigen wir, er ist zweimal dran. Ah, jetzt können wir angreifen. Zack. Oh. Item Potion. Ich habe keine Lust, gegen den kleinen Wollknoll da zu verlieren. That's enough. What's with that guy? Himari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardian. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Mm. But he has protected me since I was a child. Hmm. Na gut. Metallwappen. Mal gucken, ob wir dies anlegen können. Ausrüstung, Batze, Buckler. Nein. Da war nichts. Ausrüstung. Nö, nö. Da Wappen. Metallwappen, Abwehr plus 5%. Nehmen wir. Besser als das, was wir anhatten. Da oben auch noch eine Truhe, da kommen wir aber nicht dran. Erst sehr viel später. Und auch nicht ganz ohne Probleme, würde ich mal fast sagen. Why don't we let our summoner show us what she's made of? Feigling. Egal, machen wir. Yuna! Your first real battle. Let's see some stuff. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Die Beschwörung. Jawohl. Und das ist die erste Chance zu sehen, wie so ein Ekstase aussieht. Obwohl, nee, Ekstase nicht. Einfach nur Beschwörung. Das ist die lange Beschwörung. Ich werde auch nachher in den Optionen die lange aufstellen. Nervt mit der Zeit einfach nur, die langen Beschwörungen. Schaden, Verlangsamung, Schwarzmagie. Ansonsten nichts. Sanfte harte Tour brauchen wir jetzt auch nicht. Normaler Angriff, 1400 Leben. Und das konnten wir jetzt auch nur deswegen sehen. Weil Bestia grundlegend schon durchschauen haben. Schallschwinger. Damit rocken wir ihn jetzt zu Boden. Okay, doch nicht, wenn man zu schnell fliegt. So, jetzt aber. Schön kontinuierlich. Nochmal Angriff und dann auch nochmal Schallschwinge.
Way. Ohne Shadow Springy. Hoho. Noch eine. Ist zwar eine feige Spielart, aber Valfaris kriegt damit weniger Schaden reingedrückt. Jetzt könnten wir dem Ganzen mit einer Ekstase schon ein Ende bereiten. Wisst ihr was? Ah, da, guck mal. Laserstrahl. Da kann der Gegner zweimal angreifen. Wobei auch nicht. Ja doch, da sieht man. Relativ gut sogar. Da dürften wir zweimal angreifen und da nur einmal. Das ist die Verzögerung, die ich meinte, wo der Solarstrahl dann stärker ist. Komm, wir machen ihn mit Solarstrahl fest, damit ihr den seht. Noch nicht mal vernichtend. Nichtsdestotrotz aber ordentlicher Schaden. Beschwörermock. Können wir direkt an Lulu ausrüsten. Z-Angriff plus. Haha. Und weiter. Ja, und jetzt zeigt Wacker mal, dass er doch ein bisschen mehr kann, als man ihm eben zugetraut hat. Schwarzmagie, einfach weil was können einmal. Juna darf sich einmal verteidigen. Jetzt wechseln wir aus. Weißmagie Vita und Medica. Für Batze brauchen wir nicht. Er wurde nach dem Kampf von Kimari anscheinend wieder gegen geheilt. 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 Valfaris. Jeder hat einmal kurz was gemacht, heißt jeder kriegt nachher ein wenig Erfahrung. Fürs Sphärobrett Level. Das heißt im Gegenzug auch, wir können mit Valfaris einfach schön durchlegen. Wird ein wenig blöd ist vielleicht. Wir verbrauchen jetzt ein bisschen Zeit, aber egal. Ist halt Final Fantasy, ist halt langatmig. Wie gesagt, ja, 50 bis 100 Folgen kann man ganz locker mitrechnen. Juna ein Up. Batze ein Level Up. Und können wir schön weiter tigern.
eine Dreier-Kombo. An der können wir jetzt zeigen, was wir gelernt haben oder auch nicht. Verteidigen. Und. Zack. Da können wir jetzt wechseln zu Lulu. Schwarzmagie. Blitz. Und Lulu ein Up, sehr schön. Und ein Eshender. Ich will wissen, was der Eshender kann. Kraftwandler. Auf gut Deutsch, es kommt relativ häufig, dass Kraftsphäroiden gedroppt werden. Brauchen wir jetzt aber nicht. Hier ist das Trainieren eh noch bescheiden. Überall hier nichts Interessantes, wir können einfach weiter tigern. Und speichern. Ah ja, 27 Stunden, ich weiß auch warum. Ich war so intelligent und habe die PS2 einfach angelassen. Ah. Ey, nicht wegrennen. Haha. Ihr wisst, worauf das hinausläuft? Richtig, wir werden mit allen Leuten sprechen. Ey, komm. Ach, von dir haben wir schon was? Okay. Oh, komm schon. Priesterlein. Priesterlein. Oh. Die reden ja alle gar nicht mit mir. Ja, dann stellt euch hier vorne mal schön in Positur. So, jetzt aber. Phönixfeder. Äther. Reisering, sehr schön. Du sollst nicht weinen, du sollst mal irgendwas geben. Boah, Geiz halt. 400 Gil. Oh, nochmal die Ausrüstung überprüfen. Yuna, Ring, Reisering, 10% HP mehr. Okay, passt. Ich hätte mich ja mit Auf Wiedersehen verabschiedet. Naja. Ja, auf dem Schiff nach Porta Kilika.
Ah, nette Aussicht. Oh oh. Lulu hat aber irgendwie das bessere Dekolleté. Ups. So. Wir durchlupen. Gehen erstmal hier lang. Oh, them fascinating clothes you're wearing. Yeah! Filthy, filthy. These won't sell. All me name's not Awaka. Don't look like you got much money either. I've no business with you. Out of me way! Who do you think you are? Awaka the 23rd, merchant extraordinaire. Awaka the who? Don't know me? Well, not many do. Not yet. Ja, mit dem Beleidigen wirst du aber auch nicht mehr Kunden kriegen, wenn du Händler bist. But someday, the name Awaka will be spoken. Oh. Say, lad, you wouldn't have a bit of gil to lend. Ich bin einfach zu gutmütig. Komm, 1000 kannst du haben. Obwohl, ist egal, ich gebe dir 1005. Na, nimm direkt alles. Ich bin doch heute spendabel. I guess it pays to ask. Fine seed money for the Awaka Merchant Empire. Antriebsraum. Da gehen wir rein. What the heck is that? What the heck is what? What is this place? The power room, like it says on the door. Yeah, but why the big birds? What's so strange about chocobo power? Chocobos? Those are chocobos? What? You've never seen a chocobo? What kind of backwater island did you come from anyway? Sag ich ja. Miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. Und deswegen bin ich hier runter. Bande 3, der Alphabet-Lexika. Was hat der überhaupt anzubieten? Nein, ich habe keins mehr. Ich habe dir schon alles gegeben, du Geißer. Du. Schmarotzer, du. Achso, Fernglas. Will er uns nicht geben. Egal. Hier oben noch was? Nö. Dann gehen wir mal Yuna besuchen. Word is that summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? Ich glaube, zu der kommen wir jetzt eh nicht durch. Mit Lulu, mit Waka unterhalten. Na, mit Waka. Der ist mir sympathischer. So, is Yuna's father famous or something? She's the daughter of High Summoner Braska. You saw his statue at the temple. Lord Braska defeated Sin 10 years ago. Yuna's the heir to a great legacy. It's tough.
When your father's famous. Huh? Walker's a bit lacking in the imagination department. Huh? Thanks, Lulu. I'll keep that in mind. Okay, Lulu ist vielleicht doch ein bisschen sympathischer, als ich dachte. Wo sind denn jetzt hin? Komm, unterhalten wir uns doch mit dir. I don't know who you are or where you came from. If you interfere with Yuna's pilgrimage. Das ist ja gut. Du bist gerade wieder unsympathisch. Fucker, die hat mich geärgert. Oh yeah, you talked to Yuna yet. Okay, dann doch zu Yuna. Die ist ja jetzt frei. The wind. It's nice. Hmm. You're a blitzball player, aren't you? From Xanarkin, right? You hear that from Waka? Mm-hmm. Huh. Waka. Waka doesn't believe me at all. But I believe you. Huh? I've heard in Xanarkin. There is a great stadium, all lit up, even at night. Huh? Great blitzball tournaments are held there. War ich schon mal and da? The stands are always full. How do you know that? A man named Jack told me. He was my father's guardian. Father. His name is Jekt. Amazing! You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Yevon, immer wieder. Sounds like him, but it can't be him. Why not? My old man, he died. 10 years ago, off the coast of Xanarkin. I'm sorry. He went out to sea for training one day, and never came back. And no one's seen him since then. That's the day that Jekt came to Spira. But... It's true, I first met Jekt 10 years and 3 months ago. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? Yeah, but how would he get here? You're here? Are you not? Ja, wo sie recht hat.
Ist die mit unserem Flirten? Ui. Riesenwelle? Ein Strudel? Beides? Oh oh. Melden, wenn das Medium sagt, das ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. Ja, und einer hat dazu getroffen. So, das ist unser erster Kampf mit Kimari. Die Viecher hier können wir zwar alle platt hauen. Es gibt nur ein großes Aber. Es werden immer wieder neue kommen. Und dagegen sind nur zwei Kräuter gewachsen, Wacker und Lulu. Wacker greift jetzt mal Sin an, Sin hat 2000. Und Schwapse übernimmt die kleinen Lulu. Schwarzmagie auf Sin. Auch nochmal auf Sim. Ey, nicht auf sich selbst. Klack. Und weg damit. Na, egal. Wechseln, Yuna, jeder hat mal eine Attacke gemacht. Beschwören, Walfaris. Hauptsache, jeder kam halt zum Zug. Ah,
Ah, da darf Wallfahrer da einmal angreifen, wenn die Flügel schon gesehen. Eigentlich ist geplant, dass erst an der Stelle die Flosse angegriffen wird. Die Flügel können ruhig blühen, das interessiert mich nicht. Weil Fares kann ja fliegen. Und zum Glück taucht sie nicht. Der taucht ja gar nichts. Bei dem glühen die Flügel, den machen wir jetzt platt. Was leider nicht geklappt hat, wie ich gedacht hätte. Naja. Tase voll. Sinn hat noch 1-3. Dann versuchen wir es jetzt schon mit dem Solarstrahl. Wenn es klappt, schön. Wenn nicht, ey, dann stirbt bei Fares. Aber wirklich tot ist er dann trotzdem nicht. Der verfriert. Ist ja keine Nuzlocke-Challenge. Reicht und vernichtend. So gefällt mir das. Da fehlt doch einer. Ja, Wacker hat umgesetzt gekriegt. Und die anderen können anscheinend nicht schwimmen. Noch mehr Schuppen. Volltreffer. Phönixfeder. Wir hätten vielleicht doch beten sollen. Delfine, die abhauen. Och nö. Wer ist das denn für ein Vieh? Und das Vieh heißt Sinschuppe Ekyu. Spezial anfeuern. Gleich Splinthieb auf die Zinschuppe. Das hat sogar einen tieferen Sinn, warum ich das mache. Die macht nämlich richtig böse Schaden. Anfeuern.
das kleine Schüppchen weg. Nochmal anfeuern. Aha, trifft einfach nicht. Nochmal anfeuern. Noch viermal anfeuern, habe ich keine Lust mehr. Das sage ich euch jetzt schon. Und nochmal auf Schippe. Die ist mir fast schon Schnuppe. Schraube. AE-Schaden. Der auch drauf trifft. Spezial anfeuern. Und das muss dann auch reichen. Dann hauen wir drauf. Das ist die schwarze Kraft. ...300 Schaden dann dadurch, sehr schön. Okay, Salto-Hieb. Super! Und vernichtend, 1500. Muss sogar fast ein Crit gewesen sein, wenn es nicht sogar einer war. Das waren jetzt ein paar Level-Ups. Schön. Blizzard-Schild und Blauschützer. 3 Kraftsperoiden, 6 Wunder, 4 Ability. Sehr schön. Ach, ein schönes Städtchen. So friedlich. Damit hat sich's mit Friedrich. When Sin attacked Xanarkand that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Nun ja, jetzt sind wir in einem ziemlich zerstörten Porta Kilika angekommen. Viel steht da wirklich nicht mehr.
I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Bisaid. Oh, Milady Summoner! If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. Ach ja. Solch eine Zerstörungskraft. We'll go see what we can do to help in town. Wir beehren jetzt erstmal das Spirobrett. Bewegen! Benutzen Ability. Und tschüss gelernt. Damit haben wir eine Möglichkeit zu fliehen. Kraftsphäroid. Zeit. Und noch ein Zeit. Kimari. Tak. Könnte, müsste, Wunderhieb. Unheil. Analyse. Ja, gut. Machen wir erstmal hier unten mit Kimari alles. Zack. Yuna! Explitz. Expoi. Ex-Eis. Wacker. HP. MP. Und Geschick. Lulu. Reflex. Und MP. Damit haben wir alle durch. Jetzt speichern wir nochmal. Und die Besegnung gucken wir uns im nächsten Teil an zu Final Fantasy X Let's Play. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Kommentar, einen Daumen oder was auch immer. Also bis zum nächsten Mal zu Final Fantasy X Let's Play. Danke, ciao.